Yo, hier ist Basti von der Steckkasten Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen im Vintage und Retro Lego Kanal der Steckkasten Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego. Und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch altes Lego mitgebracht, Vintage Lego von 1982. Cooles Ding, gibt auch eine coole Story dazu. Und ähm, ja, es ist schön, so ein so ein altes Set wieder mal auf dem Tisch zu haben, was tatsächlich auch schwimmfähig ist. Ja. Ich hoffe, ihr habt was Kühles zu trinken und was Vielleicht auch was Kühles zu snacken, denn da draußen ist aktuell wieder sehr viel Wärme am Start. Es ist Sommer, liebe Freunde. Das heißt, Feuer löschen, ähm, ja, schwieriges Thema. Wir hoffen nicht, dass es Waldbrände gibt. Hier sind wir aber eher auf dem Wasser unterwegs. Und wir schauen uns heute das Set mal an. Ganz entspannte Zeit. Und ja, äh, yeah, es ist Review-Zeit, liebe Freunde. Yeah. Dieses Set hat. Und da muss ich erstmal kurz ein bisschen ausholen, in Einzelteilen den Weg zu mir gefunden. Was bedeutet das? Vor gar nicht allzu langer Zeit hat Mario, viele Grüße an der Stelle, uns so ein kleines Paket zusammengepackt aus Dingen, die er nicht mehr brauchte. Da war zum Beispiel dieses Technikset 8816, wenn ich mich richtig erinnere, drin, dieser dieses sehr sehr kleine coole Einsteiger-Set, was Andy schon vorgestellt hat. Es waren ein paar Bauanleitungen drin, ja genau es waren ein paar Bauanleitungen drin. Es war, es waren auch ein paar Kataloge drin. Es war zum Beispiel auch ein sehr sehr spannender kleiner Playmobil-Katalog drin, wo ich mir auch dann dachte ähm, vielleicht machen wir da auch mal ein kleines Review dazu. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich kann mit Playmobil überhaupt nichts äh, anfangen, weil ich das als Kind nicht hatte. Aber man kann ja mal zusammen reingucken. Oder wir machen das halt im Rahmen von äh, ja, einer kleinen Podcast-Folge oder so. Ja, und in diesem Paket war unter anderem auch noch etwas drin, nämlich die fünf Rumpfteile von diesem Boot hier. Ja, also eins, zwei, drei, vier, fünf. Diese fünf Rumpfteile waren da drin und diese drei Gewichte. Ja? Kennt er ja. Da sind in dem Set drei Gewichte drin. Und diese Teile brauchte Mario nicht mehr. Und für mich ist sowas immer eine Steilvorlage, weil ich es liebe, Sachen zu komplettieren. Ja? So. Ich habe mir also erstmal angeguckt, was habe ich noch an Teilen da. Und ich hatte tatsächlich eine ganze Menge Teile auch noch da und habe das Set sozusagen Stück für Stück vervollständigt. Und dann habe ich gesagt, okay, also die Anleitung brauche ich auf alle Fälle. Die Anleitung gucken wir uns auch gleich noch an. Die habe ich für, ich glaube, 4,99 Euro plus Versand bei eBay äh, bekommen. Die ist tatsächlich in einem ziemlich guten Zustand. Und äh, die Box habe ich nicht bekommen. Die Box wird angeboten, teilweise aber zu sehr hohen Preisen. Das Set an sich, habe ich festgestellt, ist etwas seltener. Also eine Sache vorweg, dieses Set, diese 4025 wird angeboten für 40, 50, 60, 70 Euro. Das teuerste war 110 Euro bei eBay mit Anleitung. Also da war noch nicht mal die Box dabei. Aber du kannst rechnen so 40 bis 50 Euro für dieses Set. Und das ist ja tatsächlich ein überschaubares Set. Ja, wir gucken uns das dann gleich noch an. Ja und ich habe das so zu, Stück für Stück zusammengefriemelt, ich habe dann auch noch äh, zwei Bestellungen bei Bricklink ausgelöst, denn so ein paar Sachen hatte ich tatsächlich nicht am Start und äh, habe dann, ich, also ich glaube unterm Strich mit der Anleitung, habe hab ich ja schon gesagt, 5 Euro plus die Teile bei Bricklink nochmal ungefähr 20 Euro, da habe hab ich allerdings bei zwei Händlern bestellt und musste jeweils so 4 bis 5 Euro Versandkosten bezahlen, äh, ne, das waren gar nicht so viele Teile. Ja, habe ich unterm Strich ja, 25, 25 Euro vielleicht bezahlt. So, was ganz gut ist. Ja. Und wir gucken uns das mal an. Ich habe euch übrigens noch einen äh, Kollegen mitgebracht. Hier, den. Habe ich ja schon mal ein Review gemacht. Ne? Ist von 1987. Ist, wenn du so willst, der Nachfolger. Und hier kommt eine spannende Sache. Jeder von uns denkt ja immer, also diese Lego-Set-Nummern, die müssen ja irgendeiner Logik folgen. Nee. Set 4025 kam heraus, fünf Jahre bevor Set 4020 rausgekommen ist. Und man sieht ja hier tatsächlich, es ist ein, wenn du so willst, eine Weiterentwicklung. Also, das ist auf alle Fälle eine Weiterentwicklung von dem. Schaut euch unbedingt das Video an. Ne? Findet ihr bei uns in der Stadt-Playlist. Verlinke ich auch unten. Hier ist es allerdings so, dass die Rumpfteile sozusagen zu einem großen Rumpfteil geworden sind. Hier hast du ja viele. Hier könntest du auch noch welche nachkaufen und könntest das Ding sogar noch viel länger machen oder eben auch kürzer. Hier hast du ein, eine Wanne, wenn du es so willst. Ne? So. Das Ding ist aber auch ein bisschen größer. Ja? So. Und ich würde sagen, äh, wir starten jetzt einfach mal hier, gucken mal so ein bisschen, was, was da passiert. Ich äh, erzähle euch ein bisschen, was hier vielleicht für seltenere Teile drin sind. Und äh, wir haben eine coole Zeit. Ja, so. Box, hatte ich ja schon gesagt, habe ich nicht. Ich habe jetzt eine Box gesehen, die lag, glaube ich, bei 50 Euro bei Bricklink. Muss ich mal gucken. Vielleicht ziehe ich die noch an Land. Mal gucken. Also wie gesagt, Box habe ich nicht. Aber die Anleitung. Und die Anleitung ist, ihr seht das hier, flach wie eine Flunder. Und es ist eine Klappanleitung. Also sehr, sehr klassisch. Und die ist schon relativ groß. Ja, man sieht das hier so. Es gibt im Prinzip auf der Vorderseite sechs Bauschritte. Ja. Mal gucken, ob ich das in irgendeiner Form eingefangen kriege. Ich fahre jetzt mal so bei euch vorbei. Ja, so, ja. Und auf der Rückseite nochmal weitere Bauschritte bis zum Bauschritt 13. Ja. Ich fahre auch nochmal kurz vorbei. So. Und nach 13 Bauschritten ist das Ding fertig. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, ich hatte zuerst gedacht, da sind doch vier Figuren drin, ja. Aber laut Brickling sind es nur drei. Das verwundert mich etwas, weil hier vier Figuren abgebildet sind, ja. Wenn jemand von euch Informationen dazu hat, schießt gerne hinterher. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und eine Info, die hier auch noch steht, ist. Das Ding kann man tatsächlich zu Wasser lassen und das äh, wissen wir ja jetzt auch. Aber damals, als man das gekauft hat, gab es hier noch mal eine Info, dass man das äh, bei maximal 40 Grad in die Badewanne lassen kann. Ja? Und wie ich immer so schön sage, 40 Grad, das ist schon relativ viel. Denn man muss ja auch ein bisschen an die Kinder denken, die da mit drin sitzen. Äh, man will die ja nicht kochen, sondern man will die baden. Genau, so. Ja. Vom Bau her ist das wirklich sehr sehr simpel. Das ist aber auch der Grund, warum ich viele von diesen Steinen hatte. Hier sind sehr sehr viele Basic Bricks. Ich versuche euch das noch mal zu zeigen. Ja, sehr sehr viele Basic Bricks. Moment, so, ihr seht das. Und dann wird das so Stück für Stück hochgezogen. Das Ding hat auch nur eine Breite in Anführungszeichen von ja sechs Noppen könnte man sagen. Ich zähle noch mal ganz kurz eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Noppen plus ja, vielleicht acht Noppen ungefähr in der Breite. Das ist verhältnismäßig wenig. Und ihr seht ja auch, das ist relativ schmal, das Ding. Ja, nicht zu vergleichen, auch mit dem großen Containerfrachter, den ich vor kurzem vorgestellt habe. Das, das ist einfach kein Vergleich. Aber wir sind ja hier Anfang der 80er Jahre auch. Das muss man auch immer noch im Hinterkopf behalten. Wie sah Anfang der 90er Jahre auch Stadthafen. Guckt euch das an. Stadthafen. Großartig. Das sind ganz andere Dimensionen dann. Und Lego wächst ja immer weiter, hat man das Gefühl. Mittlerweile sind wir bei Speed Champions ja auch schon bei 8 Noppen Breite. Vielleicht irgendwann dann 10 Noppen Breite. Und ähm, irgendwann hat man auch das Gefühl, es wird für die Minifigur auch zu groß. Ich habe übrigens den Dodge Charger von den Speed Champions gekauft. Das war allerdings schon letztes Jahr. Habe ich noch gar kein Review dazu gemacht. Fällt mir gerade ein. Falls euch das interessiert, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da habe ich auch tendenziell das Gefühl, dass die Minifigur schon viel zu klein aussieht, weil Dodge Charger. Ne? Ich meine, wir kennen ja auch den Film. Da geht die Figur äh wind Diesel geht da bis oben zur Dachkante. Bei dem Dodge Charger äh, sieht das, sieht die Minifigur schon aus wie ein kleines Kind. Ja. Aber wie gesagt, ich will nicht abschweifen. Zurück zu dem Set. Der Bau ist wirklich sehr, sehr simpel. Was auch sehr, sehr schön ist. Es gibt hier keine großartigen Farbausreißer. Man merkt aber, dass Lego versucht hat, da noch Farben reinzubringen, die für den damaligen Lego-Kosmos typisch waren. Also zum Beispiel. So ein bisschen blau noch, ein bisschen gelb noch, damit das nicht ganz so eintönig ist. Also es funktioniert alles. Also, es ergibt, sag ich mal, eine schöne, eine schöne kleine Spielwelt. Und wir sehen auch gleich, es gibt auch so ein paar kleine Spielfunktionen. Bevor wir uns das angucken, schauen wir uns noch die Minifiguren an. Übrigens, ich habe einen passenden Big Brick ausgewählt. Der Big Brick ist auch von Mario. Den hat er nämlich auch mitgeliefert. Auch sehr, sehr spannend. Ne? Also, vielen Dank nochmal an der Stelle. So, und ihr seht jetzt hier, Moment mal, die eine Minifigur, nämlich die hier, das, die ist doch noch viel älter, ja. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe aus meinem Fundus einige Teile genommen und ich fand das ganz spannend, da einfach so eine ältere Figur noch mit reinzunehmen. Ansonsten klassische Feuerwehrmann-Torsos. Ihr seht, dass der eine Dude hier auf der Seite, der hat so eine Lokführermütze, das scheint der Kapitän zu sein und die anderen beiden haben schwarze Helme, ja. Später wechselt Lego dann da das Farbkonzept. Da haben nämlich solche Feuerwehrleute weiße Helme. Ne? So, aber damals waren die noch schwarz. Und ich finde das auf alle Fälle sehr, sehr cool. Hier noch mal die Rückseite. Also wirklich ganz, ganz simpel. Ne? So. Ja. Dann die Gewichtsteine hatte ich ja schon gezeigt. Die sorgen dafür. Die kann man unten an den Rumpf dran machen. Die sorgen dafür, dass das gut im Wasser liegt. Ja, denn dieses Schiff war ja dafür ausgelegt, dass man das im Wasser schwimmen lassen konnte. Man konnte es mit in die Badewanne nehmen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz dieses Schiff. So. Und ihr seht auf alle Fälle, ja, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist relativ schmal. Und man sieht schon eine ganze Menge Sticker da rundherum. Ja? So. Hinten auch. Man sieht übrigens auch sehr, sehr schön hier diese Schläuche. Ja? Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Das ist nämlich ein etwas teureres Teil. So, hier ist das Boot nochmal von unten. Da sieht man auch, unten negative Noppen, da kann man eben diese Gewichte ranstecken. Und so sieht es von oben aus. Und ich hatte ja schon gesagt, farblich äh, ist es also, Lego-typisch, sage ich mal. Da ist Blau noch drin, da ist gelb noch drin. Ich gucke gerade mal hier rüber zu der 4020. Das ist dann schon ein bisschen dezenter. Das ist dann Ende der 80er Jahre. Hier, ne? Da ist dann kein Blau mehr drin. Also das ist ein bisschen mehr so Weiß, Rot, Schwarz. Und hier, das ist halt noch mit diesem Blau, mit diesem angedeuteten Auspuff oder Schornstein. Ja, so. Und eine Sache fehlt, nämlich an der Stelle hier, da müsste eigentlich ein Sticker sein, hier an der Stelle, nämlich so eine Art Schalttafel ist da eigentlich. Habe ich nicht mehr. Ansonsten sind alle Sticker sehr, sehr gut erhalten. Ja? Sticker-Sheet ist auch tendenziell ein bisschen seltener. Ich habe jetzt tatsächlich auch gar nicht geguckt, ob es da Reprint-Sticker gibt. Kann sein. Ne? Würde natürlich auch ohne Sticker funktionieren. Ich finde es tendenziell ganz gut, dass sie dran sind. Eine, ein Sticker-Paar hat äh, nämlich die 40-25er-Sticker, die hier vorne sind, hat Mario falsch geklebt. Die müssten nämlich tatsächlich hier hinten sein. Ja? So. Fällt aber jetzt nicht weiter auf. Ist halt da vorne. Ne? So. Genau. Und ich hatte ja schon gesagt, es gibt gewisse Spielfunktionen. Ja? Man hat hier vorne zum Beispiel so, eine, so einen Sitz mit so einer Doppelwasserkanone. Das kann man drehen und das kann man auch kippen. Ja? So kann man drehen und kann man kippen. Und was mir besonders gefällt, ist, dass das hier vorne aus ganz ganz simplen Basic-Teilen gebaut ist. Was heißt Basic-Teilen? So Teile, die es halt schon immer Gefühlt schon immer gab bei Lego. Da hat man dann hier vorne so ein Round Brick, dann hat man so eine Fackel, dann hat man hier so, einen, äh, so eine Plate Modified mit so einem Loch drin. Da wird das einfach reingesteckt. Hier unten an der Seite sind nochmal solche Fackeln. Das sieht aus wie Hebel. Da setzt du die Figur rein und kannst dann so dich so bewegen. Das ist einfach großartig. Hier vorne hast du auch nochmal eine Seilwinde mit, äh, mit so einem Löschseil dran. Dann hier oben kannst du das hier aufmachen um den Kapitän reinzusetzen, ja. Es ist wirklich ganz simpel gelöst, da ist ein Steuerrad, sonst ist da nichts weiter, das kann man wieder zumachen. Dann geben wir ein Stückchen weiter nach hinten, hier hat man auf jeder Seite noch mal so eine Winde. Das heißt, man hat insgesamt drei von diesen winden. So, und hier hinten hat man so eine Art ja, Feuerlöschturm, wenn man so will. Hier steigt man ein. Dann kann man sich hier oben hinstellen. Der ist auch mit diesen Schläuchen verbunden mit dem Schiff. Und dann geht das so. Der ist leider nicht drehbar, aber man hat dann so eine Plattform, wo man von einer erhöhten Position aus auch löschen kann. Das ist halt sehr, sehr schön. Ja, so. Also insgesamt ein schönes Spielset. Hier sind auch noch ein paar Kleinigkeiten festgemacht. Hier. Und noch ein paar Gas, Gasflaschen. Ja. Erinnert uns sofort an die roten Spacemen. Und ähm, euch interessiert vielleicht auch jetzt, was sind jetzt die teuren Teile? Also insgesamt gibt es hier eigentlich nur zwei Teile, die wirklich ins Gewicht fallen. Das sind zum einen diese Schläuche hier. Da kostet nämlich der Schlauch an sich. Also ein Teil kostet da ab 5 Euro aktuell bei deutschen Bricklink-Händlern. Ja, so. Wenn du clever bist, guckst du mal in deiner Kiste. Ob es gegebenenfalls ein paar Technikschläuche gibt, die du noch übrig hast, denn im Prinzip ist das das Gleiche in Grün. Ich habe da keinen großen Unterschied erkannt. Ich habe es tatsächlich auch aus meiner Restekiste. Das waren Schläuche, die von der Länge in etwa gepasst haben. Ich glaube, die sind sogar ein kleines Stück zu lang. Könnte man aber auch kürzen. Und die passen natürlich auch super an diese Fackeln hier ran. Die werden ja da so rangesteckt, also oben oben und unten rangesteckt. Und dann kannst du das auch selber bewerkstelligen. Also äh, oder kauf ähnliche Schläuche in Meterware, was weiß ich, die da passen und schneide dir die zu. Also ich würde da jetzt nicht die 5 Euro pro Stück ausgeben, das sind ja 10 Euro für beide. Und was eben auch noch teuer ist, Thema Seilwinde, ist das Seil mit der Löschpistole vorne dran. Das kostet tatsächlich auch so ab 3 Euro. Das ist ja das, was du hier so rausziehst. Das kostet auch ein bisschen was, eben durch das Seil und diese Verbindung, das ist ja verklebt. Kann man aber auch gucken. Äh, viele von euch, die ab und zu mal Konvolute an Land ziehen, haben vielleicht auch sowas noch rumkolon Muss man halt ein bisschen gucken. Ansonsten es sind relativ viele Basic-Teile dabei. Was ich sehr, sehr spannend fand, war äh, dieses Teil hier. Ne, kennt man ja aus dem Ritterbereich. Das ist ja so ein längerer Slope in Blau. Den hatte ich tatsächlich nicht in meiner Wühlkiste, obwohl ich einige Basic-Teile habe. Aber ich habe mal geguckt, äh, der ist jetzt nicht so mordsmäßig teuer. Also, und selbst die Rumpfteile. Bei den Rumpfteilen ist es auch so. Da kannst du äh, sagen also 30 bis 50 Cent pro Rumpfteil kaufst du dir das nach. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also auch Thema Verlängerung äh, oder Thema Customizen. Ja, das ist, das ist überhaupt gar kein Thema. Kann man auch äh, verändern. Kann man sich, wie gesagt, auch so nachbauen, wie man es möchte. Das ist überhaupt gar kein Thema. An sich wirklich ein schönes Spielset. Ich habe es in der Badewanne noch nicht ausprobiert, ähm, aber Macht auf alle Fälle Spaß. Wir gucken mal ganz kurz noch zum Abschluss in den Collector's Guide. Collector's Guide, du weißt Bescheid. Beschreibung ist unten. Da findet ihr auch einen schönen Blogbeitrag mit ein paar Eindrücken von diesem wunderbaren Standardwerk. Das ist der Sammelkatalog schlechthin für Vintage-Lego-Fans. Ähm, da kommt ihr auf den Blogbeitrag. Da seht ihr noch ein paar, wie gesagt, noch ein paar Einblicke und äh, ihr habt auch die Möglichkeit über einen Affiliate-Link das zu kaufen. Bezahlt keinen Cent mehr, aber unterstützt uns ein bisschen. Apropos Thema Unterstützung: Unten in der Beschreibung äh, ist auch noch ähm, die Möglichkeit allgemein zu äh, Amazon rüber äh, zu gehen und alle möglichen Sachen zu kaufen, könnt ihr uns auch unterstützen. Wenn ihr sowieso plant, irgendwie in irgendeiner Form, was weiß ich, sei es eine Waschmaschine oder ein neuer Klositz oder was weiß ich zu kaufen, nehmt gerne diesen Link da unten. Ihr bezahlt keinen Cent mehr, aber unterstützt unseren Kanal und wir können dann natürlich wieder coole Sets an, an Land ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also Support ist kein Mord, sage ich immer so schön, und viele von euch machen das ja auch schon. Fetten Dank dafür. Das kommt definitiv am Ende bei euch an, denn der Content ist natürlich eine ganz andere Qualität, äh, weil wir natürlich auch seltenere Sets und teurere Sets äh, an Land ziehen können und euch mal zeigen können. Ne? So. Wir gucken jetzt mal rein in den Collectors Guide und zwar auf Seite 177 und da seht ihr nämlich oben 1982 das schöne äh, Feuerlöschboot und daneben seht ihr noch äh, zwei Frachter. Das eine ist ein Stückgutfrachter und das andere ist ein äh, Schlepper, äh, wenn man es so will. Das ist nämlich der Schlepper ist die äh, 4005. Der Stückgutfrachter ist die 4015 und das Feuerlöschboot ist die 4025. Da gab es im Prinzip diese Abstufung: kleines Schiff, mittleres Schiff und das ist das größere Schiff. Dieses schöne Stück stammt ja aus dem Jahr 1982. Das kann man hier halt wirklich super nachgucken in diesem Collectors Guide. Und da gucken wir uns mal ganz kurz die Seite 235 an. Da kann man das nämlich ganz gut vergleichen. So, Achtung, ja, genau, so. Äh, da sieht man hier das Feuerlöschboot, äh, das Polizeiboot, so rum, das ist die 4010, das Feuerlöschboot 4020 und Containerfrachter, die 4030. Habe ich beides schon vorgestellt, äh, hab ich äh, bloß das Polizeischnellboot habe ich noch nicht vorgestellt, die 4010. Äh, das ist eine sehr starke Kindheitserinnerung von mir, muss ich demnächst auch noch machen, denn das habe ich tatsächlich, ich glaube, im Alter von sechs oder sieben Jahren bekommen, als wir das erste Mal im Westen waren, im Spielzeugladen. Super Sache. Kommt aber noch ein Review. Ja, und da ist es auch so kleineres Set, mittleres Set und größeres Set. Ja, so. Ich sehe übrigens schon wieder Fabuland. Großartig. Äh, Fabuland, ihr wisst. Thorsten, viele Grüße nochmal. Ne? Da habe äh, ich ja hab vor kurzem auch ein schönes Set gezeigt. Äh, und da kommen auch noch ein paar. Hier stehen auch noch ein paar rum. Ne? Also nur so als Erinnerung, die werden immer mal ausgestrahlt. Auch größere Sets. Wie zum Beispiel so Flughafen oder Krankenhaus. Großartig. Ja, liebe Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die 4025, dieses Feuerlöschboot, auch hattet. Äh, vielleicht damit auch die ein oder andere coole Erinnerung verbindet. Sowas finde ich immer total genial. Lasst uns teilhaben. Äh, nicht nur wir lesen die Kommentare, sondern auch viele andere Leute lesen die Kommentare. Ihr alle da draußen lest natürlich auch Kommentare. Hinterlasst selber auch mal einen Kommentar. Natürlich auch ein Like und natürlich auch ein Abo. Ja, so. Also von daher. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Zeit. Zieht euch noch ein anderes cooles Video rein oder vielleicht auch mehrere. Zieht euch auf alle Fälle noch ein cooles Vintage-Lego-Set an Land. Und wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder, ihr Lieben. Bleibt entspannt, bleibt auf Empfang und bis bald. Bye, bye.